Willkommen zu einer neuen Folge von LS19 auf dem Map Tiroler Alpenwelt hier auf diesem Kanal. Wir werden jetzt drunter zu unserem einen Feld fahren und das Dreschen anfangen. Ich habe noch zwei Felder gekauft, die müssen wir aber noch grubern und ansehen, weil nachdem wir jetzt keine Produkte wie Milch und Wolle verkaufen können, müssen wir schauen, dass wir so irgendwie Geld kriegen. Und das können wir wahrscheinlich verkaufen, hoffe ich. Füllstand haben wir bis jetzt erreicht. Wir haben jetzt 3540 Liter in den Mähdrescher und damit die Maximalfüllkapazität erreicht. Deswegen werden wir jetzt mit dem Anhänger herunterfahren. Bevor wir allerdings mit dem Anhänger herunterfahren und den Mähdrescher abtanken, werden wir zum Händler fahren und unseren Anhänger wieder modifizieren, um die Bordwände dran zu machen. So, jetzt sind wir gleich beim Mähdrescher und können ihn abtanken.
Das Problem bei diesem Mähdrescher ist halt einfach, dieser Mähdrescher hat ein bisschen zu wenig PS.
über 60% Füllstand haben wir im Moment im Mähdrescher wieder. Übrigens, wenn ihr noch nicht in Drainsimworld 2 und in Drainsimworld 2020 bei mir vorbeigeschaut habt, dann könnt ihr das gerne mal tun. Ich verlinke euch alles oben in der Infobox und in der Videobeschreibung. Jetzt tanken wir den Mähdrescher noch schnell im Anhänger ab und danach werden wir den Mähdrescher zum Hof hinauffahren und abstellen. Okay, ich denke, das hier ist ein toller Ausblick, um diese Folge zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf meinen YouTube-Kanal und bei mir die anderen Playlists vorbei. Empfehlt den Kanal weiter, folgt mir auf Instagram, da gibt es gelegentlich Umfragen. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, liken, zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.